Hallo und herzlich willkommen auf Susis Cooking Kanal. Bei mir gibt es heute Abend eine schöne Rohkostplatte und ich möchte einen Dip dazu zaubern. Und zwar habe ich mir da rausgesucht aus dem Cookie Doo die Aprikosen-Knoblauchcreme. Ich werde sie ein bisschen leichter machen, dass sie nicht gar so fettig ist, aber an sich lasse ich sie, wie sie angegeben ist. Und ich lese euch mal vor, was wir dafür brauchen. Und das sind 3 Knoblauchzehen, 180 Gramm leichte Salatcreme, also egal was ihr da nehmt, Marke ganz egal, 130 Gramm Aprikosenkonfitüre, da habe ich jetzt zuckerfreie Aprikosenkonfitüre, könnt ihr aber ganz normal nehmen, wenn ihr nicht, so wie ich jetzt momentan drauf achtet, einfach leichter zu essen. 200 Gramm Schmand, auch da habe ich Creme Légère, einen Teelöffel Curry, einen Dreiviertel Teelöffel Salz und einen halben Teelöffel Pfeffer. Und ich denke mir, der könnte richtig lecker schmecken, so zum Dippen dann für das Gemüse. Und los geht's, ich habe mir schon alles abgewogen. Mit den 3 Knoblauchzehen. Ihr kennt ihn, den Miximizer, der kommt dann natürlich wieder rein. Und das Ganze wird 3 Sekunden auf die Stufe 8 gedreht. Den lasse ich gleich da, weil den brauche ich dann nochmal. Knoblauch wieder wunderbar klein, den schieben wir jetzt am Boden. Bei mir ist heute Samstag und da darf man ruhig ein bisschen stinken. Unter der Woche ist immer ein bisschen schlechter. Dann kommt 180 Gramm Salatcreme. Gramm Aprikosenkonfitüre. Wie gesagt, wenn ihr da nicht schaut, dann nehmt ihr ganz normale. Ich habe jetzt eben die von More Nutrition auch, die zuckerfrei, oder ihr kocht euch selber eine. Das ist ganz gleich. Ich weiß jetzt bloß nicht, ob die angefangene Packung hier noch reicht. Reicht nicht. Dann machen wir eine neue auf. Und so könnt ihr einfach alle Rezepte ein bisschen abspecken. Also das ist jetzt auch kein Leitrezept, aber ihr könnt eins draus machen. Oder wir können jetzt eins draus machen. 200 Gramm Schmand oder Creme Légère. Ein Teelöffel milder Curry. Ein Dreiviertel Teelöffel Salz und ein halber Teelöffel Pfeffer. Und das Ganze wird noch 10 Sekunden auf der Stufe 4 zusammen verrührt. Oh, und es riecht schon gut. Ich rieche Gott sei Dank übrigens wieder wirklich richtig gut. Ich werde mal probieren, ob mir der Curry zum Beispiel reicht. Oh, schmeckt die gut. Oh, die ist perfekt, wie sie ist. Ach, lecker. Sehr lecker. Ich fülle sie mal geschwind um. Einmal umgefüllt, einmal ein bisschen dekoriert und fertig ist unsere Aprikosen-Knoblauchcreme. Sehr, sehr lecker. Wenn ihr euch jetzt fragt, was mache ich jetzt mit dem ganzen Dip? So viel brauche ich ja gar nicht. Also erstens einmal, ihr müsst die jetzt nicht mit Rohkost essen, so wie ich. Das kann ich mir wirklich auch zu Fleisch vorstellen gut oder zu Fisch oder aber auch auf ein Wrap zu streichen.
Deswegen habe ich jetzt die normale Menge auch gemacht, weil ich denke, das kann man recht gut aufheben ein paar Tage, aufs Wrap drauf streichen und Gemüse, dann ist einfach schon schön Geschmack da. Falls ihr Lust habt, das nachzumachen, ich finde, das sind immer so, das sind die schönen kleinen Mittwochsvideos, kurz und knackig, die ich mir für euch überlege und mit euch teilen möchte. Und ich sage danke fürs Zuschauen und Servus und Pfiat's euch. Bleibt gesund und bis bald. Thank you.